Mit Jura kann man alles machen. Du, du, du. Liebe Freunde auf YouTube, heute ein Video aus der Froschperspektive. Nicht erschrecken. Ja, es war eine harte Woche, es waren einige harte Tage zuletzt. Warum? Mich hat tatsächlich in der letzten Woche etwas ganz Schlimmes heimgesucht, das ich beinahe mit dem Leben bezahlt hätte. Ihr hört es noch immer. Mich hat letzte Woche eine Männergrippe heimgesucht. Und ich bin tatsächlich auch einen Tag dann zu Hause geblieben im Bett. Also Männergrippe, die Frauen unter euch Zuschauern hätten wahrscheinlich gar nicht gemerkt, dass sie irgendwie krank gewesen wären. Aber ein Mann beutelt sowas natürlich immer ungleich mehr. Und ich war einen Tag im Bett und habe mich am nächsten Tag wieder zur Arbeit geschleppt, weil ich dann auch einen Auftritt hatte und so. Und es ging nicht anders. Ich bereue es jetzt ein bisschen, weil ich das jetzt immer noch mit mir herumschleppe. Aber das ist gar nicht das Thema. Das Thema ist der Tag, an dem ich zu Hause geblieben bin. Denn ich bin ja, wie manche von euch wissen, Anwalt, selbstständiger Anwalt, also nicht allein, sondern in einer Partnerschaft mit mehreren Anwälten zusammen, aber letztlich natürlich allein verantwortlich für den Umsatz, den ich mache, und wenn ich nicht in die Arbeit gehe, dann mache ich keinen Umsatz. Heißt also, wenn ich einen Tag im Bett liegen bleibe, dann verdiene ich keinen Euro oder gar Cent. So, das war früher als Angestellter im Konzern, war das natürlich viel entspannter. Da ist man mal dann mit so einer Grippe einfach 3 Tage zu Hause geblieben, hat sich schön auskuriert und hat trotzdem am Monatsende das normale Gehalt bekommen, weil man natürlich innerhalb dieser Krankheitstage, bevor dann die Krankenversicherung einspringt und so weiter, bekommt man natürlich seinen ganz normalen Lohn ausbezahlt, gilt auch natürlich im Urlaub. Und das ist der große Unterschied zu jemandem, der selbstständig oder als allein oder mit mehreren zusammen tätig wird, weil wenn der nichts arbeitet, verdient er nichts. Das heißt, wenn ich in 2 Wochen in den Urlaub fahre und nicht unbedingt mit dem Laptop am Strand sitzen will, dann verdiene ich in dieser Zeit kein Geld. Also der Urlaub ist für einen selbstständigen Anwalt wesentlich teurer als für einen Angestellten, denn man verdient nicht nur nichts, sondern man muss auch noch dafür bezahlen, dass man am Strand sitzt, nämlich Flug und Hotel. So, warum will ich trotzdem auf gar keinen Fall jemals wieder angestellt arbeiten und warum möchte ich auf gar keinen Fall wieder tauschen? Weil man natürlich für dieses Risiko, das man auf sich nimmt, also beziehungsweise für die Sicherheit, die man aufgibt, auch vieles bekommt, was man in der Anstellung nicht hat. Das ist Freiheit zu arbeiten, wann, wie und wo man will. Natürlich dann nicht arbeiten zu können, wenn man nicht kann, aber eben auch selbst zu entscheiden, wann man anfängt, wann man nach Hause geht, sei es länger, sei es kürzer. Das heißt nicht, dass man weniger arbeitet, wenn man selbstständig ist. Im Gegenteil, man arbeitet mehr, aber man ist in jedem Fall selbstbestimmt. Man muss nicht um 9 Uhr im Büro sein, weil es der Chef sagt, sondern weil man es möchte oder weil man dort arbeiten möchte. Oder man kann um 7 schon anfangen oder eben bis spät abends arbeiten oder auch um 4 schon aufhören. Und was mir auch ganz wichtig ist, ich bin niemand, der sich motivieren lässt durch irgendwie Titel, dadurch, dass ich irgendwann Abteilungsleiter bin oder Legal Senior Legal Counsel oder irgendwie sowas, sondern mich motiviert, unabhängig zu sein, selbstständig zu sein und vor allem auch, wenn ich arbeite, bezahlt zu werden. Also direkt, das ist meine Motivation, wenn ich weiß, okay, wenn ich viel arbeite, verdiene ich viel und wenn ich halt wenig arbeite, dann verdiene ich nichts. Also bin ich dadurch motiviert zu arbeiten, das bin ich bei so einer Flat-Bezahlung, wenn ich mein Gehalt bekomme. Hat bei mir nicht so gegriffen einfach. So, also man gibt natürlich Sicherheit auf, weil man einfach nicht diesen sicheren Check am Ende des Monats hat, aber man hat dadurch, wie ich finde, viele, viele Vorteile, die man in der Angestellten-Tätigkeit nicht hat. Aber, ganz wichtig, ich will euch nicht in die Selbstständigkeit irgendwie reinquatschen oder euch sagen, ihr müsst euch selbstständig machen. Nein, man muss natürlich auch der Typ dafür sein. Wie gesagt, mir macht dieses Risiko nichts aus. Ich denke da jetzt nicht jeden Tag drüber nach, so, oh, was ist, wenn ich jetzt aber morgen irgendwie mir die Hand breche und nicht mehr tippen kann. Sondern da bin ich Optimist von Natur aus. Mir ist natürlich schon klar, dass man nicht diese Sicherheit hat. Da muss man, jetzt wird es ein bisschen hell hier, da muss man natürlich vorbeugen und muss irgendwie, keine Ahnung, Versicherungen abschließen und gucken, dass die Leute um einen herum so abgesichert sind, wie sie abgesichert sein sollten. Mein Mund leuchtet. aber man muss der Typ dafür sein. Aber wenn man der Typ ist für so eine selbstständige Tätigkeit, dann ist das aus meiner Sicht das Beste, was man machen kann. Und wie gesagt, ich will nie wieder angestellt arbeiten, sondern möchte immer mein eigener Chef sein und mir meine eigenen Ziele setzen, sei es was die Anzahl neuer Mandate angeht, sei es was den Umsatz angeht, sei es was die Größe der Kanzlei angeht. Und das habe ich komplett selbst in der Hand und bin nicht von irgendwelchen Budgets oder von irgendwelchen Vorgesetzten oder irgendwelchen Sparzwängen und so weiter abhängig. So, das ein kleiner Ausflug heute in die Welt der Selbstständigkeit. Ich bin wieder fast fit, aber ich gehe trotzdem zur Arbeit, weil ich bin mittlerweile wieder fit genug, auch wenn es eine harte Männergrippe war. Vielen Dank für euer Mitleid und wir sehen uns bald mit einem neuen Video. Bis dahin, macht's gut, euer Dominik.
Mit Jura kann man alles machen, auch so verrückte Sachen wie Videos auf YouTube drehen oder auf der Bühne stehen.